Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur Nominierung von Charlie als ÖB-Kandidaten. Ich bin Violetta Bock, ich bin seit April auch neu in der Stadtverordnetenversammlung und im Stadtentwicklungsausschuss. Ich freue mich sehr, dass ich die Pressekonferenz jetzt auch moderieren kann. Ich bin gerade selber ja auch im Praktikum und habe das auch von ihm viel gelernt und da finde ich das persönlich auch schön. Aber nicht nur ich freue mich, dass Murat nominiert worden ist, sondern am 29.09. hat der Kreisverband Kassel-Stadt und der Partei Die Linke und das Bündnis Kassel-Der Linke einstimmig Murat zum Oberbürgermeisterkandidaten nominiert. Genau, und heute bei der Pressekonferenz werden wir eben das Programm vorstellen, was sind die Vorstellungen, was ist auch die Bedeutung, dass man jetzt auch mal einen Oberbürgermeisterkandidaten hat, zum ersten Mal in einer vergleichbar großen Stadt mit Migrationshintergrund, was ich immer noch unglaublich finde. Mir wird es wirklich Zeit. Schön, dass es jetzt hier in Kassel klappt. Und außerdem möchte ich begrüßen Lutz Getschmann, Fraktionsvorsitzender von der Kasseler Linken, der nach Murat auch noch ein paar Worte von der Fraktion auch sagen wird, und Susi Redler vom Parteivorstand dieser Partei Die Linke, die auch extra aus Berlin angereist ist, um hier auch die Unterstützung zu signalisieren. Murat. Ja, herzlichen Dank, Violetta, dass du die Aufgabe übernommen hast, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, Freunde, Genossen, Genossen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier in den Räumen des 1. FC Bosporus Kassel begrüßen darf. Es ist für mich deshalb auch eine große Freude, weil ich als Gründungsvorsitzender dieses Vereins miterleben durfte, wie sich dieser Verein entwickelt hat. Immerhin ist unser Verein in die Verbandsliga Nord aufgestiegen. Es ist neben CSC Kassel und der zweiten Mannschaft KSV Hessen-Kassel der dritte Verein, der unser Vorstand in der Verbandsliga in unserer Stadt vertritt. FC Bosporus ist eine Erfolgsgeschichte. Und nicht nur im Sport, sondern auch in Sachen Integration und der Förderung des friedlichen und solidarischen Zusammenlebens in der Nordstadt. Und an diese Erfolgsgeschichte will ich anschließen. Die einstimmige Nominierung zum Kandidaten als Oberbürgermeister für die Oberbürgermeisterwahlen durch den Kreisverband Die Linke Kassel-Stadt und das Bündnisplenum Kasseler Linken ist für mich eine große Ehre. In meiner Heimatstadt, hier wo ich aufgewachsen bin, wo ich Sport getrieben habe, wo ich seit über 46 Jahren lebe und arbeite, zu kandidieren, ist eine großartige Aufgabe. Und ich sage, auch wenn es eine Personalwahl ist, sehe ich diese Kandidatur in erster Linie als eine Kandidatur der verschiedenen sozialen Bewegungen, der Bündnisse, der Initiativen und der friedensbewegten Menschen Kassels. Insofern freue ich mich sehr, dass der Fraktionsvorsitzende der Kasseler Linken hier ist, der Sprecher des Kreisverbandes, ganz besonders Lucy Redler aus Berlin und unsere Landtagsabgeordnete Mariana Schott. Es macht mich stolz, dass es eine Kandidatur ist, das von einem breiten linken Bündnis getragen wird. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich alles Mögliche daran setzen werde, dass dieses Bündnis noch erweitert wird. Diese Kandidatur sollten die Menschen in Kassel als eine Kampfansage an die neoliberale Denkweise in der Kommunalpolitik ansehen. Denn ich stehe für eine Politik, die Mensch und Natur in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellt, für eine echte soziale Alternative gegen den neoliberalen Einheitsbrei. Mit dieser Kandidatur machen wir deutlich, dass wir eine hundertprozentige soziale Politik für Kassel und für die Menschen hier wollen. Persönlich möchte ich mit dieser Kandidatur dazu beitragen, dass die Stimme derjenigen Menschen, die von der etablierten Politik bisher ignoriert wurde, stärker angehört wird. Wir werden dringende soziale Themen in den Vordergrund rücken und die etablierten Parteien dazu zwingen, sich diesen Themen zu stellen. Mit dieser Kandidatur möchte ich die Einwohnerinnen und Einwohner in Kassel ermutigen und motivieren, für ihr Recht auf Stadt aufzustehen und für ihre unmittelbaren Interessen zu kämpfen. Ich möchte die Menschen überzeugen, dass sie diejenigen sind, die die Geschicke dieser Stadt bestimmen können. Ich will sie überzeugen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich in die Politik einzumischen und der Entmündigung eine klare Absage zu erteilen. Denn diese Stadt ist unsere Stadt. Es lohnt sich auf jeden Fall,
für den Erhalt und Ausbau von sozialen, kulturellen und sportlichen Dienstleistungen, für die Verbesserung von Standards bei Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheit, Wohnen, Kultur, Verkehr und Soziales nicht einzusetzen. Ich kandidiere, weil ich es nicht mehr hinnehmen möchte, dass ein großer Teil unserer Einwohnerinnen und Einwohner aus dem gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben in unserer Stadt ausgeschlossen werden. Ich kandidiere, weil ich nicht will, dass Stadtteile abgehängt, deren soziale Mischung abgeblockt, breite Teile der Stadtgesellschaft an den Rand gedrängt werden. Ich kandidiere, weil ich auf keinen Fall akzeptieren kann und will, dass Kinder an der Armutsgrenze leben müssen. Mindestens ein Drittel der Beschäftigten hier in Kassel in prekären Beschäftigungsverhältnissen stecken und keine Perspektiven mehr haben. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass Wohnen ein Luxusgut wird, die Kommunalpolitik zur Klientelpolitik degradiert ist und Magistratsmitglieder als gut bezahlte Mangelverwalter handeln. Ich kandidiere, weil ich in meiner Stadt, meiner Heimatstadt gerne lebe und will, dass auch alle anderen genau das Gleiche sagen können. Dafür ist eine soziale und gerechte Politik notwendig. Ich stehe für eine Politik, die sich dafür einsetzt, dass Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung, Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand bleibt. Und stelle mich entschieden gegen Kürzungen und Privatisierung. Ich setze mich für mehr Demokratie und Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung ein. Alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt müssen die Möglichkeit bekommen, an allen Entscheidungen, die sie und ihre Stadtteile betreffen, direkt und unmittelbar beteiligt zu werden. Niemand darf draußen bleiben. Wir müssen die Ortsbeiräte stärken und besser in die Entscheidungsprozesse einbeziehen. Denn Kassel gehört allen ihren Einwohnerinnen und Einwohnern. Mit ihrer gesamten Infrastruktur, die wir für deren Aufrechterhaltung, Ausweitung, kostenlosen Nutzung, Gemeinwohlorientierung gelten lassen müssen. Es gibt vieles, was sich in dieser Stadt nicht rechnen lassen darf. Die Verbesserung der Daseinsvorsorge und die Förderung einer lebens- und liebenswerten Stadt, die sich sozial und ökologisch weiterentwickelt und einer solidarischen Stadtgesellschaft ist ein Gewinn, den man mit Geld nicht aufwiegen kann. Bezahlbarer und menschenwürdiger Wohnraum, gesunde Luft, sauberes Wasser, Wohnen ohne Lärmbelästigung ist machbar. Mobilität für alle kann kostengünstig und umweltverträglich organisiert und ausgebaut werden. Dafür muss das Gemeinwohl Vorrang vor privaten Kapitalverwertungsinteressen haben. Das ist, wie gesagt, nur mit einer 100% sozialen Politik zu bewerkstelligen. Zum Beispiel Sozialpass für Menschen mit niedrigem Einkommen, kostengünstige ÖPNV-Nutzung, ermäßigte Freizeit- und Kulturangebote. All das ist möglich und ist gleichzeitig im Interesse aller Menschen in Kassel. Denn die Steigerung der Kaufkraft wird auch den Menschen, nämlich den Geschäftsleuten in der Kasseler Innenstadt nutzen. Die Menschen, die etwas mehr auszugeben haben, sie geben das dann auch hier aus. Ich kann das aus eigener persönlicher Erfahrung wissen, weiß ich das. Damals, wo ich nicht gearbeitet habe, und es gab eine Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, Sie können auf meiner Webseite murat-chakir.de mein gesamtes Vita sehen. Wenn ich 10 Euro mehr in der Tasche hatte, bin ich nach der Parteiveranstaltung gemeinsam zur Kneipe gegangen. Und wenn nicht, dann konnte ich das nicht. Insofern wissen wir ganz genau, dass es Menschen wirklich darum geht, die 1 Euro oder 50 Cent zweimal, dreimal umdrehen müssen, was das für sie bedeutet, wenn sie mal 10 Euro mehr in der Tasche haben. Es ist im ureigenen Interesse aller Einwohnerinnen und Einwohner in Kassel, Armut, Verdrängung und Entbehrungen nicht hinzunehmen und für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen aller sich einzusetzen. Die Stadtgesellschaft als Solidargemeinschaft ist das beste Mittel gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Einsatz für Frieden und Rüstungsexportverbote ist mehr denn je notwendig, denn als Rüstungsstandort haben wir eine besondere Verantwortung, insbesondere gegen die Menschen, die zur Flucht gezwungen werden. Deshalb setze ich mich für Rüstungsexportverbote ein. Und heute geben wir den Startschuss für eine Wahlkampagne der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden. Wir als Linke brauchen keine Firmen, die für uns Plakate aufstellen. Wir haben genügend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, mit denen wir gemeinsam unseren Wahlkampf gestalten werden.
Wir werden eine mehrsprachige Kampagne durchführen, weil wir damit auch unseren Respekt und Anerkennung gegenüber der Vielfalt unserer Einwohnerinnen und Einwohner in dieser Stadt zeigen wollen. Wir werden zuhören. Wir werden die Menschen ernst nehmen, ihre Sorgen und Nöte zum Thema der politischen Auseinandersetzung machen, Lösungen aufzeigen und ihnen helfen, sich für ihre Interessen einzusetzen. Wir wollen gemeinsam mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern eine sozial gerechte, demokratische und ökologische Politik entwickeln, die sich nicht vor den sogenannten Sachzwängen kapituliert, sondern jede Möglichkeit für Verbesserung nutzt und Menschen Mut macht. Ich will es nicht hinnehmen, dass ein großer Teil unserer Einwohnerinnen und Einwohner sich der Wahl enthalten. Die etablierten Parteien haben sich damit abgefunden. Aber wir werden es nicht. Wir werden alle Stadtteile aufsuchen, Menschen motivieren, zur Wahl zu gehen. Und dabei kann ich Ihnen wirklich sagen, es geht mir nicht darum, dass die Leute unbedingt mich wählen sollen, sondern sie sollen ihr Recht wahrnehmen, sie sollen wählen gehen, denn wenn sie wählen gehen, wenn sie nicht nur Zählvolk sind, sondern Wahlvolk sind, werden sie von der etablierten Politik auch ernst genommen. Ich sehe meinen Platz neben den Beschäftigten, insbesondere denen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, neben den Erwerbslosen, den Seniorinnen und Senioren, der jungen Menschen, neben den Auszubildenden, den vielen Studierenden hier in Kassel, neben den Migrantinnen und Migranten und selbstverständlich auch neben den Flüchtlingen. Gemeinsam mit Ihnen will ich für eine bessere, sozialere und demokratische Stadt kämpfen. Gegen den Stumpfsinn des Sparens auf Kosten der Menschen, für Gemeinwohl, gegen Privatisierung und Ausverkauf der Stadt. Ich stehe für eine Politik im Interesse der Mehrheit der Menschen in dieser Stadt. Und sage, dass alle, die bisher SPD, Grüne, CDU, Piraten, Freie Wähler oder gar die rassistische AfD gewählt haben, ja, sie haben alle die Wahl. Zwischen einer Politik, die Mangel verwaltet, privatisiert, die Stadt wie ein Unternehmen führen will, soziale Leistungen kürzt, und einer Politik, die für hundertprozentige soziale und demokratische Stadt steht. Und ich meine, stehen eigentlich zwei zur Wahl. Weil der Herr Kalb von der CDU ist ja ein würdiger Gegenkandidat, das weiß ich, aber auch viele in der CDU wissen, dass er gegen den Kämmerer kaum Chancen hat. Es stehen zwei Menschen zur Wahl, entweder ein Kandidat, der sich zwar Sozialdemokrat nennt, aber nichts damit zu tun hat, oder der Kandidat, der in der Tradition eines Philipp Scheidemanns die echte soziale und demokratische Alternative darstellt. Und in diesem Zusammenhang lautet mein Credo ganz einfach: Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Aber das, was wir versprechen, das halten wir garantiert. Und mein erstes Versprechen ist, und ich will auch jenen, die mitschreiben, vielleicht auch die Möglichkeit geben, zumindest die Rede mitzuhalten, mitzunehmen. Ich verspreche, dass ich im Falle des Wahles als Oberbürgermeister dieser Stadt den Teil des OB-Gehaltes, das meinen derzeitigen tariflichen Lohn plus Parteibeitrag überschreitet für Kinder- und Jugendarbeit sowie für politische Bildungsmaßnahmen spenden werde. Versprochen ist versprochen, denn nur sozial und gerecht kann Kassel in die Zukunft blicken. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Horat. Ich übergebe Ihre das Wort.